Nach der Premiere im letzten Jahr wird es 2012 eine Neuauflage von Kufstein Unlimited geben. Für das größte Pop- und Rockfestival Westösterreichs holt die Volksbank Kufstein mit ihren Partnern vom 15. bis 17. Juni 50 Bands und unzählige Straßenkünstler in die Festungsstadt. Der Headliner, Chartstürmerin Aura Dion, wird der Hauptakt am Samstag sein. Außerdem erwarten das Unlimited-Publikum im heurigen Jahr einige Änderungen. Die vierte Bühne, die letztes Jahr auf der Festung war, setzen wir hinunter an den Inn vor das Stadtwerkehaus. Und somit haben wir vier Bühnen in der Innenstadt, die Leute sind benannt und das wollen sie. Wir haben letztes Jahr Cashgutscheine gehabt, gemeinsam mit dem Ticket. Die wurden zu 70% eingelöst. Also das System würde für die Wirtschaft und wirtschaftsfördernd funktionieren. Nur sie sind sicherlich sehr teuer. Das machen wir heuer anders. Wir machen heuer Shop and Win. Das heißt, wenn man in einem der Partnerbetriebe, einer der 140 Partnerbetriebe einkaufen geht und mehr als 10 Euro ausgibt, dann kriegt man einen Teilnahmeschein. Und dann kann man einen Mini gewinnen, ein Auto von Unterberger. Die Ticketpreise für das Aura Dion Konzert werden voraussichtlich 30 bis 40 Euro betragen. Das restliche Unterhaltungsprogramm kann gratis besucht werden. Ist eine solche Unternehmung der Volksbank Kufstein nicht etwas gewagt, gerade in Zeiten der Bankenkrise? Wenn man etwas tiefer schaut, dann sieht man, dass die Volksbank Kufstein eine solide, gesunde Bank ist, die nicht betroffen ist, die keine Staatshilfe braucht, ja, die insofern betroffen ist, dass sie eben in Wien durch die Österreichische Volksbank AG hier einen Beitrag leisten muss. Aber wir retten gemeinsam mit der Republik die ÖFAG und nicht umgekehrt. Also wir haben uns an unserem Geschäftsmodell nichts verändert, wir arbeiten ganz normal weiter und wir wollen mit Kufstein Unlimited wirtschaftsfördernd wirken. Das heißt, dass sich Betriebe ansiedeln, dass sie vielleicht in die bestehenden Betriebe investieren und das war immer der Grundgedanke einer Genossenschaftsbank. Vom 15. bis 17. Juni wird es in der Festungsstadt also wieder heißen Kufstein Unlimited. Tickets für das Aura Dion Konzert am 16. Juni sind ab 21. März bei Ö-Ticket erhältlich.